Mittlerweile ist es mehr als 9 Jahre her, seit die Welt das letzte Mal etwas von Alone in the Dark gehört hatte. Die einstmal als Mitbegründer des Survival-Horror-Genres bekannte Gruselserie verkam über die Jahre zu einer reinen Fußnote in der Geschichte der Videospiele, was nicht zuletzt an der miesen Umsetzung der IP in Form von Alone in the Dark von 2008 liegt, während Alone in the Dark Illumination von 2015 gefühlt niemand gespielt hatte. Unter der Ägide von THQ Nordic soll nun aber Schluss sein mit der Schlechtspielerei, weshalb sich der Entwickler Pieces Interactive wieder auf die Ursprünge der Reihe besinnte und dem Ganzen inhaltlich einen geerdeten und spielerisch modernen Anstrich verpasste. Bevor das eigentliche Spiel beginnt, erhalten die SpielerInnen die Möglichkeit, sich für einen von zwei Charakteren zu entscheiden, Edward Carnby oder Emily Hartwood. Beide Figuren werden innerhalb des Titels von bekannten Hollywood-Darstellern gesprochen. So übernimmt David Harbour, unter anderem bekannt aus Stranger Things, Hellboy oder Black Widow, die Rolle des Privatdetektivs Carnby, während dessen Kollegin Jodie Comer, bekannt aus Free Guy oder The Last Duel, Emily Hartwood ihre Stimme leiht. Die Wahl des Charakters bringt auch inhaltliche Unterschiede mit sich. Beide Figuren erleben zwar den größten Teil der Geschichte aus der gleichen Perspektive, jedoch reagieren die Personen, die man im Laufe des Spiels trifft, unterschiedlich auf Edward oder Emily. Thanks. What are you doing? Who are you? Whoa, pardon me, excuse me. My name is Edward Carnby, private investigator. I hope you don't mind we let ourselves inside. I do mind. This is private property. You can't just barge in here. Hat man sich schließlich für einen der beiden entschieden, geht es daran, Deserto Manor einen Besuch abzustatten. Das Gebäude, das eine Heimat für mental erschöpfte Personen darstellen soll, ist zugleich das gegenwärtige Zuhause von Emilys Onkel Jeremy Hartwood. Dieser hat es seiner Nichte einen äußerst verstörenden Brief zukommen lassen, weshalb diese die beschwerliche Reise in den Süden Amerikas erst unternommen hat. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass hier Jeremy vor Ort nicht anzutreffen ist, da er aus unerklärlichen Gründen verschwunden sei. Entsprechend machen wir uns als Edward oder Emily auf, Jeremys Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Come on, let's go. Yeah, I'm coming. Die Grundprämisse von Alone in the Dark erinnert sehr stark an jene des Originals von 1992. Schon damals machten sich die Spieler in der Rolle von Edward oder Emily auf, hinter das Geheimnis von Deserto Manor zu gelangen und wurden im Zuge ihrer Ermittlungen mit allerlei Monster und Gestalten konfrontiert. Die Neuauflage hingegen wählt einen moderneren Ansatz, bei dem die Spielenden zunächst mit mehreren Personen in Kontakt treten, ehe die Szenerie den Bach runtergeht. I'm Emily Hartwood. I just came to make sure my uncle is all right. Grundlegend lässt sich Alone in the Dark in zwei Bereiche aufteilen. Zum einen gibt es den Erkundungs- und Actionbereich, bei dem die Spielfigur durch die verschiedenen Umgebungen wandert, Gegenstände aufsammelt und sich den zahlreichen Scheusalen erwehren muss. Zum anderen das Lösen von Rätseln und das Aufdecken von Geheimnissen. Bei ersterem ist unverkennbar die spielerische Nähe zu Titeln wie den Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 zu erkennen, wobei es stellenweise auch deutliche Querverweise zu Silent Hill gibt, insbesondere dann, wenn sich die Spielwelt plötzlich und komplett auf links dreht. What the hell is going on? Where am I? Lovecraftsche Motive gibt es natürlich auch zu Genüge zu bestaunen. Die Spielfigur wird via Schulterperspektive durch die unterschiedlichen Areale gesteuert. Dabei kann diese auf verschiedene Kampfgerätschaften zurückgreifen. Das Repertoire besteht dabei aus Fernwaffen wie Pistolen und Schrotgewehre oder Nahkampfwaffen der Marke Stahlrohr oder Axt, die uns dabei helfen, uns die feindlichen Wesen vom Leib zu halten. Aber Obacht, letztgenanntes zerbrechen nach einigen Treffern und sind entsprechend mit Vorsicht zu genießen. Doch so gut sich das Ganze anhört, muss man fairerweise sagen, dass die Stärken von Alone in the Dark nicht in diesem Bereich liegen. Die Charaktere bewegen sich teilweise zu behäbig durch die Gegend und auch das Kampfsystem wirkt wie eine schlechtere Kopie der Capcom-Vorlage. Viel besser hingegen ist der Abschnitt der Rätsel gelungen, die, je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad, durchaus dazu in der Lage sind, die Köpfe der Spielerschaft zum Rauchen zu bringen. Diese erinnern eindeutig an die eigene Vorlage und vermitteln ein wohlig warmes, wie nostalgisches Alone in the Dark-Gefühl, etwas, das selbst die letzte gute Umsetzung der IP, Alone in the Dark, The New Nightmare, vermissen ließ. Alone in the Dark ist bei weitem nicht das perfekte Horrorspiel, das sich der eine oder andere Fan vermutlich gewünscht hätte. Dennoch ist der Titel dank einiger interessanter Ideen und teils kopfverdrehender Rätsel durchaus dazu in der Lage, seine Spielerschaft in den Bann von Deserto Manor zu ziehen. Für alle, die nach A New Nightmare sehnsüchtig nach einer gelungenen Neuauflage des Franchise gewartet haben, dürfte Alone in the Dark von 2024 durchaus eben jener Titel sein.